Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Real Farm. In der letzten Folge haben wir unser Feld, das Getreide geerntet. Jetzt müssen wir noch los und einen Anhänger holen. Gekauft haben wir ihn schon. Wir müssen ihn nur noch abholen. Und fahren dafür einfach mal zum Händler. Ja, ein neues Landwirtschaftsspiel, für die, die es noch nicht gesehen haben, die ersten Folgen. Es schimpft oder mit dem Anspruch, eines der besten Spiele zu sein, werden. Ja. Kommt immer darauf an, was man als bestes Spiel definiert. Ich meine, die Grafik ist, so wie ich sehen kann, ganz nett. Das ist auch alles, ich kann es auch nochmal kurz in den Optionen zeigen. Optionen, Grafik, Video. Haben wir alles auf höchste. Windows haben wir aus, ja, erweitert. VSync haben wir aus, Details ist auf Maximum. TXAA, weiß ich nicht, was es bedeutet. Blooming, das haben wir mal aus. Augenadaption ist an, Umgebungsverdeckung ist an. Und ansonsten haben wir alles auf sehr hoch. Das geht nur auf hoch. Shadow Resolution können wir auch mal auf hoch machen. Shadow Distance machen wir mal auf höchste Stufe. Terrainqualität ist voll. Da kann ich gar nichts verstellen. Renderdistanz für Gras. Sind wir auch auf der weitesten Entfernung. So. Weiter geht's. Ja. Ja, fahren geht nur mit Controller oder Tastatur, Lenkrad leider nicht. Ich weiß nicht, ob es nochmal kommen wird. Aber zurzeit geht es auf jeden Fall nicht per Lenkrad. So, da steht unser Anhänger. Ja, die Geräusche sind, ja, kann man so machen, muss man aber nicht. Und können gerade mal aussteigen. Genau, mit Q. So, wenn wir uns die Fahrzeuge ansehen. Ja, es ist halt ein Anhänger, ne? Es gibt keine lizenzierten Marken. Ist also alles Fantasienamen. Kann man sich drüber streiten, ob ein muss oder nicht. Vom Ankuppeln her sieht es soweit okay aus, wie man es sehen kann. Steigen wir wieder ein. Und fahren mal wieder zurück. So, ach. Wir fahren maximal noch 30 mit dem Anhänger hinten dran, wobei das kann durchaus sein, so ein Anhänger bremst schon ordentlich. Und wenn ich den so im Vergleich zum Traktor sehe, der ist schon groß. Da ist frei, da auch. So, Fahrdynamik ist dadurch, dass man nur mit Tastatur fährt oder dadurch, dass ich mit Tastatur fahre, natürlich nicht so dolle. Und Trecker wird gesteuert hier über
dieses Ding hier. Und Umleuchte können wir mal anmachen. Das Spiel ist halt, ja, soll auf, wann die, ob es schon gibt oder ob es erst kommen soll auf Konsole. Deswegen auch die Controller-Steuerung. Weil auf Konsole wird ja viel mit Controllern gearbeitet. Ist übrigens auch nur die im Menü die Belegung der Controller-Tasten zu sehen. Die für die Tastatur muss man sich suchen. So. Jetzt können wir mal gerade hier den Dings füllen. Dazu müssen wir einmal aussteigen. Und in unseren Meter, wow, hüpft einfach mal kurz das Ding da hoch, einfach weil es das kann. So, Rohr ausfahren. So viel zum besten Simulator. Wie entlade ich jetzt? Ladung ablegen, okay. Sie fällt durch den Anhänger durch. Seht ihr das da unten links? Die Ladung fällt durch den Anhänger durch. Ja, kann man machen. Aber sollte man nicht. Wirklich gefüllt wird er wohl auch nicht. Macht er weiter, wenn ich da... Ich fasse es nicht. Es fällt einfach durch. Aber der Anhänger füllt sich. Auch wenn es da nicht zu sehen ist. Doch, da hinten sieht man es. Da kommt eine Fillplane. Aber das ist schon krass. Das ist richtig krass. Fällt das mal eben durch den Anhängerboden durch. Und da fällt mir nicht wirklich viel zu ein. So viel zum Thema... Bester Simulator. Ich kenne einige, die besser sind. Vor allen Dingen, was man ja nicht vergessen darf, das ist kein Spiel, was 10 oder 15 Euro kostet. Das kostet über 30 Euro. Auf Steam. Und was war das jetzt? Palim, Palim macht's. Warum? Ich wollte nur aussteigen. So, Rohr können wir wieder einfahren. Warum hier die Position wechselt, erschließt sich mir auch nicht. Und dann bringen wir den Kollegen mal... Ups. Leichte Ruckeln ab und zu mal, das liegt nicht am Spiel, das bitte ich noch zu entschuldigen, das liegt noch an meinem Rechner. Ich habe noch nicht rausgefunden, was die Ursache ist. Am Prozessor liegt es offenbar nicht. Wir machen gerade mal den hier aus. Ich kann übrigens das Ding hier vorne nicht runterlassen. Das Mähwerk oder Schneidwerk. Ich kann es einschalten, dann ist es an. Oder es ist halt aus und oben. Die Optionen haben wir. Keine weitere. So, steigen wir aus. Das Ding bleibt also oben. Und dann schauen wir mal, dass wir unsere 2200, was auch immer. Gucken wir mal, ob wir die verkauft kriegen.
Markt. Markt müssen wir hin. Wir haben den hier, glaube ich. Rogan müsste das sein. 586 kriegen wir beim Agrarhändler. 586 pro 1000 Liter. Okay, das sind also Liter. 586. Der Agrarhändler, wo ist denn der? Tankstelle. Fahrzeugshop. Bauernhof Vorratsshop. Viehshop. Ah, da können wir Vieh kaufen, okay. Getreide GmbH. Handelsgruppe Titan. Da ist der Agrarhändler. Okay, dann fahren wir da mal hin. Ja, also besser wenden wäre immer noch nett. Guckt euch mal den Wendekreis von den Maschinen an. Das ist der helle Wahnsinn. Ja, und mal meine geliebten Spiegel. Sie zeigen was an. Da geht die Halterung durch, by the way. Aber sie zeigen irgendwas an. Das hat nicht ansatzweise was mit dem zu tun, was tatsächlich hinter dem Schlepper passiert. Ich finde es schade. Also man sieht, dass es animiert ist. Es passiert was, wenn ich hier so drehe. Sieht man wieder, wie sich das Bild oder die Textur im Spiegel ändert. Und ja, die Fahrzeug Anzeigen hier, die sind auch nicht animiert. Alles in allem, ich finde es relativ wenig. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal irgendwann weiterentwickelt. Ob jetzt irgendwann demnächst wieder ein paar, ob da irgendwie Updates kommen, die vielleicht noch das eine oder andere reinpatchen an Funktionen. Ich weiß es nicht. Es wäre natürlich schön, wenn dem so wäre. Aber ich weiß nicht, ob da der Funktionsumfang noch erreicht werden kann, der eigentlich, also den ich jetzt von einem wirklich guten Simulator erwarten würde. Ich meine, die Grafik ist nicht schlecht, also da kann man sich nicht beschweren. Muss mal gucken, wie das wird, wenn wir mal Vieh haben. Vielleicht wird es dann besser. Der Helfer kann leider auch noch nicht alles. Fahrzeug ausladen. So, wir verkaufen unser erstes Getreide. Es gibt keine Ausladeanimation. Schade. Ladung ablegen, stoppen. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn jetzt noch drin? Ist leer? Sieht leer aus. Gut, fahren wir wieder heim. Bisschen Geld haben wir dazu gekriegt. Okay, jetzt ruckelt es ein bisschen. Das liegt aber wahrscheinlich an den Schatten. Und der extrem hohen Jetzt muss ich vielleicht da nochmal wieder runterstellen. Können wir auch direkt machen. So, kurzer Moment. Optionen. Video. Gehen wir da mal auf Mittel. Weiter. So. Jetzt läuft es auch wieder flüssig.
Dann können wir jetzt nochmal schauen, was wir auf den Feldern machen können. Da steht ja auch noch Arbeit an. Und was man von der Arbeit den Helfern macht. Genau, das Feld, was wir jetzt haben, muss zum Beispiel gepflügt werden. Das haben wir ja frisch geerntet. Das müssen wir jetzt wieder pflügen. Und, oder pflügen lassen. Und dann können wir mal schauen, was auf den anderen Feldern so abgeht. Vorher stellen wir aber erst natürlich den Anhänger hier mal ab. Genau, wenn wir fügen lassen wollen, müssen wir ja sowieso den... Warum ist eigentlich das Gewicht da hinten? Das ist, weil der Helfer hier super aufräumt. Einfach mal alles abhängt, weil das halt kann. So, Aufhängung vorne. Na. Hier ist auch wieder die jeweilige entgegengesetzte Fahrtrichtung wird zur Bremse. Und wenn man länger drauf bleibt, Nein. Himmel. Eigentlich ist das nicht so schwer. Sollte man meinen. Nein, schon wieder falsch. Dadurch, dass wir hier so spiegelverkehrt sind, lenke ich jedes Mal in die falsche Richtung. Naja, schön ist anders, aber... Hängen wir ihn ab. So, das können wir auch mal ausmachen. Hängen wir einen Pflug an. Tanken müssen wir noch nicht. Das ist noch mehr als ausreichend vorhanden. Zwei, so. Und dann fahren wir mal zum Feld. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war es das hier hinten. Oder? Oder, wir schauen gerade mal. Das ist gepflügt, okay. Aber noch nicht eingesät. Das ist auch gepflügt. Das ist zu... Achso, das war das, was genau... Oder? Hm. Feld 4 haben wir, glaube ich, geerntet, ne? Einmal einen Baum fahren. Kann man machen. Muss man nicht, aber kann man. So, fahren wir mal zum Feld 4. Ist ja leider auch kein Zweischabflug, sondern kein Doppel, also kein Wendeding da, sondern genau, hier haben wir geerntet, das muss jetzt gepflügt werden.
Ach, warum stelle ich sie überhaupt hin? Ich hole Nudel. Ich muss ja nur aufs Feld fahren. So, Arbeiter anheuern 226 Euro. Machen wir. Ja. So. Jetzt arbeitet er hier unsichtbar auf dem Feld. Während wir... zum Hof zurückeilen. Wir haben übrigens keine Füße. By the way. So, Saatgut haben wir, glaube ich. Was uns natürlich fehlt, ist jetzt ein zweiter Schlepper, mit dem wir arbeiten könnten. Alternativ können wir uns aber auch einfach ins Bett legen. Und schlafen. Und damit sage ich dann auch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Ja, und ich weiß nicht, wie unser Helfer es schafft, aber er bringt unseren Traktor immer zum Schweben. Ja, ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Wenn wir mal schauen, was wir anschließend machen werden. Ich werde jetzt gerade noch das Gewicht anhängen, dass wir das nicht vergessen. Sonst haben wir das in der nächsten Folge nämlich wieder nur im Weg rumliegen und nicht am Schlepper hängen. Wie jetzt auch diese Folge ja schon so oft. So. Und damit sage ich vielen Dank und tschüss. Bis zum nächsten Mal.